Okay, dann würde ich sagen, fangen wir an und herzlich willkommen zum 10. KNE-Salon des Kompetenznetzes Einsamkeit. Mein Name ist Charlotte Wind und gemeinsam mit meinem Kollegen Axel Weber moderiere ich heute Abend diese Veranstaltung. Im heutigen KNE-Salon möchten wir über Einsamkeit im Kontext von Schule sprechen und dazu haben wir uns wie immer Referentinnen eingeladen, die unterschiedliche Expertise und Erfahrungen zum Thema mitbringen. Und sie geben uns jeweils einen kurzen Input, und damit eben einen Einblick in das Thema. Und im Anschluss möchten wir dann gerne mit Ihnen gemeinsam in den Austausch zum Thema Einsamkeit im Kontext von Schule sprechen. Und wir freuen uns sehr über das zahlreiche, Interesse an der Veranstaltung, dass Sie hier auch heute Abend zahlreich erschienen sind und sind schon sehr gespannt auf die Diskussion und eben auch auf Ihre Fragen. Zunächst möchten wir Sie auf unsere Beteiligungsmöglichkeiten heute Abend hinweisen. Wir laden Sie dazu ein, sich aktiv in die Diskussionsrunden mit einzubringen. Sie können Fragen an die Referentinnen und für die Diskussion später über die Chatfunktion stellen oder Sie melden sich direkt in den Frage- und Diskussionsrunden direkt per Handzeichen, um via Bild und Ton zu Wort zu kommen. Außerdem möchten wir Sie darauf hinweisen, dass diese Veranstaltung aufgezeichnet wird und anschließend auf dem YouTube-Kanal des KNEs eingestellt wird. Wenn Sie sich also mit Wort und mit Ton und Bild zu Wort melden, werden Sie für das Publikum und auch später im YouTube-Video zu sehen sein. Im Chat können Sie darüber hinaus mit anderen Teilnehmenden sich austauschen und vernetzen. Und hier können Sie ebenfalls Links teilen und technische Fragen stellen. Bevor es losgeht, möchten wir noch kurz was zum Projekt und zu dieser Veranstaltungsreihe sagen. Das Kompetenznetz Einsamkeit ist ein Projekt des Instituts für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e.V. und es wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Das Projekt hat zum Ziel, das Wissen zum Thema Einsamkeit zu bündeln, Wissenslücken zu schließen und gewonnene Erkenntnisse in die politische und gesellschaftliche Praxis einfließen zu lassen. Weitere Informationen zu unserer Arbeit und zur Forschung finden Sie auf unserer Internetseite www.kompetenznetzeinsamkeit.de. Dort finden Sie auch unsere Publikationen zum Thema Einsamkeit sowie Beratungs- und Hilfsangebote für Betroffene und weitere Informationen zum KNE sowie zu unseren Veranstaltungen. Ja, und wie bereits angesprochen, widmen wir uns heute dem Thema Einsamkeit im Kontext von Schule. Und um dieses Thema stärker zu beleuchten und ins Gespräch zu kommen, haben wir uns eben Referentinnen eingeladen und unsere heutigen Gäste sind Frau Andrea Lehmann. Sie ist Referentin im Modellprojekt Miteinander füreinander des Malteser Hilfsdienstes und leitet das Projekt Alter Falter in Münster. Und Herr Raphael Schütz. Herr Raphael Schütz ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg. Und Frau Sina Mönch, sie ist Sozialpädagogin und arbeitet im CJD Jugendmigrationsdienst als Mental Health Coach in Sulzbach-Rosenberg. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute dabei sind und von Ihrem Wissen und Ihren Erfahrungen aus den verschiedenen Bereichen berichten. Genau, und an dieser Stelle möchten wir auch direkt überleiten zu unserem ersten Beitrag am heutigen Abend von Raphael Schütz. Herr Schütz, Sie haben sich mit Einsamkeit im Kontext von Schulen beschäftigt und verfassen derzeit auch eine Expertise für das KNE zu diesem Thema. Wir freuen uns, dass Sie hier sind und sind gespannt auf Ihren Vortrag. Sie haben das Wort. Dankeschön. Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Ich versuche jetzt die Präsentation zu öffnen und hoffe, dass technisch alles klappt. Von Beginn an teilen wir das. Und wie bereits vorgestellt, ich forsche zum Thema Einsamkeit bei Kindern und Jugendlichen. Ich habe eine Präsentation vorbereitet, die etwas länger ist als das, was wir heute machen werden. Das ist der Überblick, das müssen wir nicht alles heute besprechen. Über ein paar Themen werde ich ein bisschen herübereilen. Wenn später Fragen sind in der Diskussionsrunde oder in der Abschlussdiskussionsrunde, können wir auf einige Punkte vertieft nochmal eingehen. Warum reden wir überhaupt über das Thema Einsamkeit? Es wurde ja einleitend schon mal so ein bisschen erwähnt, dass es eben zunehmend auch ein aktuelles Thema ist und das in individuellen Belangen, in gesellschaftlichen, politischen Belangen eben häufig in der Diskussion zu finden ist.
Und das sehen wir auch, wenn wir ganz einfach so anschaulich mal einfach Einsamkeit googeln, dann finden wir das in Büchern, in Populärwissenschaft, in Klassikern, bei Nobelpreisträgern, verschiedenste Publikationen, in denen wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen können. Und so bin ich auch über dieses Thema gestolpert, dass ich das immer wieder entdeckt habe. Das Gleiche ist in Interviews, Podcasts, neueren Medien oder auf der ZDF-Mediathek, auf der ARD-Mediathek, in YouTube, also verschiedenste Quellen, aus denen man sich niederschwellig sozusagen über dieses Thema informieren kann. Aber natürlich auch in Fachjournals. Wenn man jetzt den Begriff Loneliness eingibt, sehen wir, dass das einen rapiden Anstieg gegeben hat hinsichtlich der Trefferquote, also der Erforschung dieses Themas, gerade auch unter dem Kontext der Corona-Pandemie oder auch der Entwicklung neuer Medien. Und wir sehen auch in verschiedenen Studien, dass es tendenziell einen Anstieg der Einsamkeit gegeben hat. Da gibt es auch dann nochmal Gegenstudien, aber gerade im Kindes- und Jugendalter wird eher davon ausgegangen, dass es einen Anstieg über die letzten Jahre gab. Das Thema ist auch relevant, weil es mit zahlreichen physischen und psychischen gesundheitlichen Faktoren im Zusammenhang steht. Hat natürlich auch eine gewisse wirtschaftliche Belastung und entsprechend findet es sich auch in den aktuellen und vergangenen Koalitionsverträgen dieses Thema. Ganz kurz zur grundlegenden Frage, was ist Einsamkeit? Da sind jetzt die Experten mit am Tisch, deswegen müssen wir das nicht so ausführlich betrachten. Es gibt verschiedene Definitionen, es gibt positive Konnotationen und negative Betrachtungen. In der Forschung hat sich weitestgehend eine Definition verbreitet, die sich auf Perlmann und Peplau beruft. Ich habe versucht, da wesentliche Begriffe zu einer verständlichen Definition zusammenzufassen. Ganz kurz als Basic-Info damit: Einsamkeit ist eine aversive Erfahrung aufgrund von quantitativ oder qualitativ mangelhaften sozialen Beziehungen und ist eine Diskrepanz zwischen erwünschten und vorhandenen Beziehungen und stellt somit auch ein subjektives Phänomen dar, in gewisser Weise, das als Stress und leidvoll erlebt wird. Und es ist natürlich für diejenigen, die das in der Praxis erleben oder aus eigenen individuellen Erfahrungen kennen, ein bisschen Wortklauberei, ob das jetzt Alleinsein ist oder einsam ist, aber in der Forschung einigt man sich dann schon auf eine gewisse Definition, auch wenn es nicht die eine wahre Definition von Einsamkeit gibt, aber das ist schon eine, die häufig Verbreitung findet. Und Einsamkeit wird daher eher als schmerzhaft erlebt, während Alleinsein vielleicht auch freiwillig aufgesucht wird. Und das heißt, nicht jeder, der alleine ist, ist automatisch einsam und nicht jeder, der einsam ist, ist automatisch alleine. Wie verbreitet ist Einsamkeit? Auch dazu ganz kurz. Da gibt es verschiedenste Studien, internationale, zu Erwachsenen, zu Kindern. Und wir sehen da die Prävalenz sehr, sehr schwankend. Das kommt natürlich auf das Land an, das kommt auf die Erhebungsmethode an, das kommt darauf an, ab wann jemand als einsam gemessen wurde oder nicht. Also ob jemand als einsam gilt, den wir als manchmal einsam bewertet haben oder erst, wenn der sagte, er ist öfters oder immer einsam, bewerten wir ihn als einsam. Und entsprechend können die Prävalenzen auch sehr, sehr stark schwanken. Bei Kindern und Jugendlichen schwankt es international und national auch. In Meta-Analysen gehen wir davon aus, dass es zwischen 9,2 und 14,4% der Kinder und Jugendlichen betrifft. Es gibt aber auch Erkenntnisse, wo das weitaus über diesen Daten liegt. Und zu nationalen Daten bei Kindern und Jugendlichen betrachten wir gleich die sogenannte HBSC-Studie, die das auch nochmal untersucht hat. Wer ist einsam? Diesen Punkt würde ich in Ermangelung an der Zeit ein bisschen überspringen. Können wir in der Diskussion vielleicht nochmal betrachten? Da habe ich hier angeführt, wie sich Einsamkeit je nach Geschlecht und Alter in verschiedenen Studien unterscheidet, je nach sozioökonomischen Status, inwieweit es sich über die letzten Jahre entwickelt hat und auch seit der Pandemie. Vielleicht dazu ein Wort. Gibt es unterschiedliche Ergebnisse, welche, die sagen, es gibt keinen Unterschied in Einsamkeit, welche, die sagen, na, es sind heterogene Befunde, aber auch zahlreiche, die sagen, dass Einsamkeit seit Corona und auch in den letzten Jahren allgemein bei Kindern und Jugendlichen zugenommen hat. Wie wird Einsamkeit erfasst? Auch das würde ich in der Ermangelung an Zeit auslassen. Das wird dann sehr theoretisch, ist eher für die Forschungsmenschen unter uns interessant, was es da für Methoden und Fragestellungen und Besonderheiten gibt. Für uns in der Praxis ist vermutlich ein bisschen interessanter, warum beschäftigen wir uns damit? Warum ist es gesundheitlich relevant? Und dazu vielleicht Grundlegendes, dass wir davon ausgehen, dass Einsamkeit ein Stück weit auch ein evolutionsbiologisches Signal ist, also das uns sagt, Hilfe, wir haben Schmerzen, wir sind alleine und wir sollten uns lieber der Gesellschaft wieder zutun, damit wir eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit haben. Und es gibt auch neurobiologische Erkenntnisse, die zeigen, dass Einsamkeit in ähnlichen Regionen repräsentiert wird wie Schmerz, physischer Schmerz. Und es ist einfach ein psychologisches, menschliches Grundbedürfnis und demnach sehr nachvollziehbar, wenn das nicht befriedigt, nicht erfüllt wird, dass wir Schmerzen empfinden und dass es uns nicht gut geht. Und entsprechend
steht es auch mit zahlreichen psychischen und physischen Gesundheitsfaktoren in Zusammenhang. Seien es jetzt Depressionen oder eine geringe Selbstwirksamkeit, ein geringeres Lebenszufriedenheitsgefühl oder höhere Süchte, Ängste, Schlafprobleme. Aber auch mit physischen Beschwerden hängt Einsamkeit in Zusammenhang. Also seien es psychosomatische Beschwerden, Schmerzen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sogar Suizidalität und Mortalität. Also ein sehr wichtiges Thema, was zu betrachten gilt. Schwerpunkt des heutigen Tages, Kontext mit schulischen Faktoren, dazu noch ganz kurz. Da hat die PISA-Studie, die heute ja auch wieder in aller Munde ist, herausgefunden, dass Einsamkeit auch direkt in der Schule gemessen worden ist. Und hier schwankt die Prävalenz zwischen 13 und 17,9% der Einsamkeit bei Kindern und Jugendlichen und hängt auch konkret mit zahlreichen schulischen Faktoren in Zusammenhang, wie zum Beispiel geringes Interesse und Support von den Lehrkräften, geringeres kooperatives Verhalten und Support von den Schülern und Schülerinnen, schlechtere schulische Leistungen und Klassenklima und Schulklima. Was wieder interessante Ansätze für die Prävention und Intervention sein können, wenn man das weiß und es auch naheliegend ist, wenn man wenig Support und Unterstützung erfährt, dass dann die Einsamkeit auch höher sein kann. Einsamkeit hat natürlich noch weitere Faktoren, warum sie begründet sein können. Das liegt natürlich nicht nur in der Schule. Langeweile in der Schule korreliert mit Einsamkeit, eine geringere Schulzufriedenheit, Schulvermeidung und schulisches Mobbing. Jetzt ganz, ganz kurz die aktuellen Ergebnisse, vorläufige Ergebnisse aus unserer HBSC-Studie. Das ist die Health Behavior in School Age Children Studie, zu der ich gerade promoviere. Und da haben wir eben Einsamkeit auch erfasst bei insgesamt knapp 4000 Kindern und Jugendlichen mit mehreren Messinstrumenten. Und in einem dieser Messinstrumente wurde herausgefunden, dass Einsamkeit bei 10,8% der Kinder und Jugendlichen vorliegt und besonders ausgeprägt ist bei Mädchen und bei Menschen, die sich als divers identifizieren. Und das ist hinsichtlich der Schulform, wenn wir beim Kontext Schule sind, in diesem Fragebogen keine statistisch signifikanten Unterschiede in der Einsamkeitsausprägung bei den Kindern und Jugendlichen in Abhängigkeit der Schulform gab. Hinsichtlich des sozioökonomischen Statuses wiederum schon. Kinder aus Familien mit geringerem sozioökonomischem Status waren signifikant stärker einsam. Kurz zum Vergleich mit 2018 anhand eines Einzelitems, das wir eben 2018 erhoben hatten. Und da sehen wir, dass 2018 11,8% der Kinder und Jugendlichen sich als einsam betrachtet haben, also öfters oder meistens innerhalb einer Woche einsam gewesen sind. Und 2022 waren es 19,3%. Also um ordentliche Anstiege handelt es sich da. Die Folie überspringen wir, die ist ein bisschen kompliziert, wird dann sehr statistisch. Da geht es um Gruppenunterschiede und wie sich die so entwickelt haben. Das ist vielleicht etwas für die Diskussion. Was sind Thesen für den Anstieg? Können wir im Anschluss betrachten. Noch ein letzter Input. Erst Ideen, die man ableiten kann aus diesen Erkenntnissen für die Prävention und Intervention. Noch eine Minute oder 30 Sekunden, dann haben wir es. Und da will ich nochmal sagen, dass Einsamkeit keine Krankheit in dem Sinne ist. Es hat zwar eine Bedeutung, weil wir uns darunter leiden und jeder, der das Gefühl kennt, weiß, wie sehr, sehr schmerzhaft es sein kann, aber es ist keine Diagnose im Sinne einer ICD-10-Diagnose. Und dennoch können wir aufgrund der Erkenntnissen auf diesen verschiedenen Ebenen etwas für die Praxis ableiten. Zum Beispiel auf der gesellschaftlichen Ebene, das ist das, was wir hier auch machen, informieren, aufklären, entlasten, entstigmatisieren, enttabuisieren dieses Themas. Auf einer strukturellen Ebene, Steigerung von Partizipationsmöglichkeiten, Entwickeln von Parks und Sport und Infrastruktur, weil es auch da Studien gibt, die zeigen, dass Menschen, die weiter entfernt von guter Infrastruktur, von Parks und Sportgelegenheiten sind, in der Tendenz eher einsam sind. Finanzielle Unterstützung, damit man partizipieren kann, weil wir auch gelernt haben, dass Menschen mit einem geringen sozioökonomischen Status eher unter Einsamkeit leiden. Und zum Abschluss auf der individuellen Ebene gibt es Studien, auch Meta-Analysen, auch bei Kindern und Jugendlichen zum Kontext Schule, dass es ein geeigneter Ort sein kann, um eben Prävention zu leisten, weil es da universell viele betrifft und auch gut angenommen werden kann und dass hier die sozialen und emotionalen Kompetenzen gestärkt werden, das Miteinander, die Ressourcen, das Selbstwertgefühl gestärkt wird, die Hobbys gestärkt werden. Und da gibt es eben auch verschiedene Beispielprogramme, verschiedene Links, die ich hier noch angeführt habe. Insgesamt würde ich da aber auf die Expertisen verweisen, wie auch bei den Definitionen, die vom KNE einfach schon sehr, sehr gut aufbereitet dargestellt worden sind. Das war es letztendlich. Wenn irgendwie Fragen sind, können Sie sich jederzeit auch an mich melden, wenn das hier nicht gereicht hat. Das in Kürze. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Schütz, für Ihren Input. Es war sehr spannend, interessante Erkenntnisse,
die sich zum Teil ja sogar auch mit den Erkenntnissen, die im Bezug auf Erwachsene erhoben wurden, decken, zum Teil auch nicht. Finde ich spannend, auch im Anschluss in der gemeinsamen Diskussion, genau, vielleicht auch nochmal auf die Thesen genauer einzugehen. Nun haben Sie aber vor allem auch die Möglichkeit, sich aus dem Publikum zu beteiligen, wenn Sie Fragen haben. Anmerkungen können Sie sich jetzt gerne beteiligen, entweder per Handzeichen oder eben durch Fragen im Chat. So schnell geredet. Ich hoffe, Sie können überhaupt was auffassen, aber ich wollte einigermaßen die Zeit anhalten. Ja, vielen Dank. Genau, ich sehe auch eine Handmeldung. Moment, jetzt ist der Name weg. Ist hier eine Frau Hertha, sehe ich. Sehr gut. Ja. Genau, Frau Hertha, stellen Sie gerne Ihre Frage. Ihr Mikro ist noch aus. So, jetzt, Entschuldigung. Meine Bitte war, dass wir die Folie, ich glaube Nummer 8, wo es um die Präventionsmöglichkeiten ging, dass wir die nochmal gezeigt bekommen im Laufe des Abends. Es ging jetzt eben alles so schnell für mich, das konnte ich gar nicht richtig erfassen. Ja, das wollte ich einfach nur anmerken. Vielen Dank. Sehr gerne. Also Folie 8, wenn es um die Prävention geht, das kann ich Ihnen gerne nochmal zeigen. Das wäre nicht Folie 8, das wäre jetzt am Schluss gewesen. Es tut mir leid, ich habe schnell geredet. Auf YouTube muss man das dann später auf halber Geschwindigkeit ablaufen lassen, vielleicht. Ich kann das gerne nochmal zeigen, wenn ich wieder freigeben darf, wenn das von Interesse ist. Dann gucken wir uns das gerne nochmal an. Wobei für die Praxis ja auch nochmal individuelle Experten ja hier da sind. So, das ist die Inhalts. Also Folie 8 wäre jetzt, da wären wir noch in den Bildern gewesen. Aber da das so schnell geht, haben Sie recht, war das schwer aufzufassen. Bei der Prävention sind wir dann hier unten. Braucht es, glaube ich, ein bisschen, um sich zu aktualisieren, habe ich das Gefühl. Okay. Hoffentlich sehen Sie jetzt die Präventionsseite. Da haben wir untergliedert in verschiedene Punkte, auf eine gesellschaftliche Ebene, struktureller Ebene und individuelle Ebene. Haben Sie eine konkrete Frage oder wollten Sie es einfach nur mal durchlesen? Ich hatte das Gefühl, da war noch eine andere Folie, aber es kann sein, dass das, ja, es war einfach ein bisschen schnell. Aber vielen Dank. Ja, hier zum Beispiel die Beispielprogramme, das hatte ich gemeint. Das fand ich sehr interessant, aber ich kann jetzt damit noch gar nicht so richtig was anfangen. Ja, da habe ich jetzt einfach mal sozusagen als kleine Ergänzung, weil ich das nicht als mein Schwerpunktthema ja gesehen habe und auch nichts vorweggreifen wollte, denjenigen, die dann gleich über Prävention reden, einfach Beispielprogramme genannt, die zum Beispiel auch in den weiteren KNE-Expertisen angeführt werden, zum Teil zumindest. Und das sind Ideen, wie das aufgebaut ist. Es ist einfach hier in Bindestrichen gegliedert, was die Inhalte eines solchen Programms sein können. Also, dass sich die Teilnehmerinnen erstmal kennenlernen, dass es um die Selbstfürsorge geht, dass es eben studienbasierend eben auch um den ressourcenorientierten Aktivitätsaufbau geht, dass man guckt, was haben die Kinder und Jugendlichen für Kompetenzen und für Ressourcen eben und dass man diese dann entsprechend fördert. Das hatten wir oben kurz angeschnitten, dass wenn die bestimmte Hobbys haben oder bestimmte Interessen haben, dass es bei der Einsamkeit helfen kann, wenn diese dann explizit ausgebaut werden. Bei dem Punkt kognitive Umstrukturierung, das ist so ein Begriff aus der unter anderem Verhaltenstherapie, der ist ein bisschen kompliziert. Ich gebe es zu, da geht es darum, innere Attributionen, innere Gedankenmuster zu hinterfragen und zu schauen, wie weit innere Überzeugung davon, dass man vielleicht sehr, sehr schüchtern ist oder schlecht ist oder den anderen Menschen bestimmt zur Last fällt und sich deswegen zurückzieht, dass man die hinterfragt und guckt, wie kann man die durch positive Selbstzuschreibungen ergänzen, also dass das Selbstwert gestärkt wird und dass die Selbstüberzeugung einfach positiver ist, ist letztendlich jetzt zusammengefasst eine Methode der Verhaltenstherapie. Und darum geht es, dass man eben dadurch auch Kompetenzen erlernt, auf andere Menschen zuzugehen und mit denen zu kommunizieren. Und der letzte Punkt, die Förderung sozialer Kompetenzen und Teilhabe,
ist dann vielleicht schon wieder ein bisschen leichter zu verstehen. Da geht es eben darum, dass Einsamkeit schon auch mit Isolation und mangelnden Partizipationsmöglichkeiten in Zusammenhang steht und dass man da guckt, wie kann man diese Teilhabe fördern und seien das jetzt durch Praxisprojekte, durch Hobbys, durch Sportevents, durch Theatergruppen, dass sich da Menschen eben zusammenfinden können, auch vielleicht in Abhängigkeit ihrer Interessen und Stärken. Ja, vielen Dank nochmal für die Ausführungen. Wir hören ja auch gleich noch von Programmen und Projekten, die ja genau auch zum Thema, also oder insbesondere auch zur Prävention und aber auch Intervention arbeiten. Und genau, gerne auch können wir nochmal in der anschließenden gemeinsamen Diskussion darauf eingehen. Es gab noch eine zweite Wortmeldung, Frau Lai. Ja, meine Frage ist nur, inwiefern vielleicht andere psychische Erkrankungen da überhaupt in die Erhebung mit eingeflossen sind. Ich denke jetzt an Angststörungen oder ja soziale Phobie oder etwas. Ist da differenziert worden oder hat man ganz allgemein gefragt? Das wäre mir nur zur Zuordnung noch interessant für mich, nicht zu wissen. Das kommt. Vielen, vielen Dank für die Frage. Ja, das ist eine gute Frage, eine berechtigte Frage. Das kommt natürlich immer auf die Studie an. In unserer Studie, in unserer Auswertung ist das jetzt in dem Sinne nicht eingeflossen. Wir können es ein Stück weit aber berücksichtigen. Wir haben auch Instrumente verwendet, in denen eine depressive Symptomatik oder auch eine tendenzielle ängstliche Symptomatik mit erhoben wird. Das habe ich in diesen Ergebnissen jetzt noch nicht berechnet. Das wäre aber interessant zu gucken, wenn man das rausrechnet, wie viel alleinige Einsamkeit sozusagen da bleibt, weil Einsamkeit ja ein Stück weit auch ein Symptom von Depressionen sein kann. Daher ist es durchaus interessant und auch viele andere der Studien, die ich da zitiert habe, die haben jetzt auch nochmal Depressionen erfasst und das dann rausgerechnet, sondern eher dann die Zusammenhänge sich angeschaut. Und da gibt es dann aber schon auch, wenn man zum Beispiel einen Depressionsfragebogen nimmt und den mit Einsamkeit in Zusammenhang bringt, dann hat man dann schon gesehen, dass diejenigen, die hohe Einsamkeitswerte haben, auch hohe Depressionswerte haben oder hohe Angstwerte. Und auch wenn man zum Beispiel dieses Symptom in einem Depressionsfragebogen Einsamkeit herausnimmt und nur die anderen drin lässt, auch dann hat es noch miteinander in Zusammenhang gestanden. Ja, das ist, denke ich, sehr interessant, was schon Depressionen oder eben auch bei den Angststörungen oder auch Mobbing-Erfahrungen, die ja dann zwangsläufig eben einsam machen, weil man sich schützen möchte. Aber vielen Dank. Ja, es muss kein Automatismus sein, aber es gibt auf jeden Fall einen Zusammenhang, der hoch sein kann, ja. Ja, danke auch nochmal, dass Sie die Folien jetzt nochmal geteilt haben. Genau, es gibt noch eine Frage aus dem Chat, und zwar ist die Frage, ob die Ergebnisse der Forschung den Schulen bekannt gegeben werden, damit das Thema oder das Bewusstsein für das Thema steigt. Absolut. Wir haben an den Schulen, die teilgenommen haben, die hat jede einzelne Schule ihre individuellen Ergebnisse zurückgemeldet bekommen, anonymisiert, also dass man nicht wusste, welches Kind jetzt wie geantwortet hat, aber sie pro Klasse dann eine Einschätzung bekommen haben. Und wenn da genügend Kinder den Einsamkeitsfragebogen ausgefüllt haben, konnten die auch sehen, okay, so und so viele Prozent Kinder von uns sind einsam oder haben auch höhere Depressivitäts- oder Suchtwerte, was wir alles noch erfasst haben. Und in dem Abschlussbericht, den kriegen die Schulen auch zugeschickt. Jeder kriegt das Buch dann zugeschickt, der teilgenommen hat, und auch im Internet sind die Berichte zu finden, frei. Okay, genau. Dann gibt es noch eine Wortmeldung, die ich dann noch dran nehmen würde von Herrn Lachmann und dann, genau. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für den Input. Ich hätte noch mal eine Frage, und zwar, ich habe Ihre Studie nicht gelesen, deswegen die Frage, und so kam es mir jetzt gerade auch nicht raus in der Kürze der Zeit, aber haben Sie auch untersucht den Zusammenhang eventuell zu oder die Wechselwirkung mit politischen Einstellungen und Einsamkeitserfahrung, weil ich da an die Collect-Studie vom Progressiven Zentrum denken musste, die ja auch an Schulen, also zu Schulen, zu SchülerInnen gearbeitet haben, und ist das auch eine Ebene, weil die Ebene von Gesellschaft und Teilhabe ja schon als präventives Präventionsfeld angesprochen worden ist. Und wollte fragen, genau, ob das auch mit auftaucht in der Studie. Ja, das wäre sehr, sehr interessant gewesen. Ist die Studie bekannt oder eben auch, eben, wie Sie sagen, Frau Luhmann und Kollegen haben eben diese Studie auch rausgebracht, wo es darum geht, dass man herausgefunden hat, dass Menschen, die einsam sind, dass diese Einsamkeit eben auch mit gewissen politischen Gedankengut im Zusammenhang stehen kann.
politische Einstellungen haben wir bei den Kindern und Jugendlichen dieser HBSC-Studie tatsächlich nicht erfasst, auch weil die ja nur bis 15, 15,5 gehen, die Kinder hier. Das wäre vielleicht ein bisschen schwierig gewesen, da noch politische Einschätzungen zu erfragen. Aber interessant wäre es allemal. Ist auch ein Thema, was mich wirklich interessiert und was eine Relevanz hätte, aber haben wir in der HBSC-Studie leider nicht erfasst. Okay, dann gibt es jetzt noch eine Frage im Chat. Und zwar ist die Frage, ob die Schulen auf die Auswertung bereits reagiert haben und eben die Frage, ob vielleicht auch schon Maßnahmen getroffen wurden, ob sie da Kenntnis drüber haben. Das ist unser großes Ziel letztendlich, dass die Schulen und die Politik, wir arbeiten ja auch mit dem MBJS, dem Ministerium für Bildung in Brandenburg eben auch eng zusammen, die die Studie auch mit fördert. Das ist natürlich unser Wunsch und der Wunsch von jeder Forschung letztendlich oder von vieler Forschung, würde ich sagen, dass daraus für die Praxis was abgeleitet wird. Und auch die Schulen wünschen sich das. Und wir versuchen, die HBSC-Studie auch dahingehend weiterzuentwickeln, dass wir auch mehr in die Schulen im Anschluss einer solchen Forschung reingehen. Rückmeldung gab es nur dahingehend, dass sie froh waren über die Ergebnisse, sich bedankt haben und das nächste Mal wieder mitmachen würden. Aber was sie daraus schon umgesetzt haben, das ist noch nicht bekannt. Aber die haben das auch erst seit ein paar Monaten. Also bleibt abzuwarten. Ja, vielen Dank. Und vor allem eben vielen Dank auch an die interessanten Fragen aus dem Publikum. Wir wenden unseren Blick nun auf ein Projekt, das an Schulen direkt auch stattfindet und kommen damit zu unserer zweiten Referentin, Frau Andrea Lehmann. Sie arbeitet im Projekt Alter Falter und das Projekt setzt sich ein für einen intergenerationalen und offenen Umgang mit Einsamkeit. Und wir freuen uns sehr, dass Sie heute dabei sind und uns eben von Ihrer Arbeit aus dem Projekt berichten. Und damit würde ich auch gleich an Sie übergeben, Frau Lehmann. Ja, sehr gerne. Guten Abend zusammen aus Münster. Ich habe jetzt ein bisschen dankbarere Aufgabe als Herr Schütz, der wirklich den Ritt durch die ganzen vielen Fragen machen musste. Und dann 30 Sekunden oder eine Minute für die Prävention noch Zeit hatte, was ja klar ist, was man in der Fülle gar nicht leisten kann. Ich habe jetzt den Luxus, dass ich meinen Input komplett der Prävention widmen kann. Und würde gerne berichten aus dem, wie schon angekündigt, Projekt Alter Falter. Kurz zum Hintergrund. Das Projekt ist nicht das Projekt Alter Falter, sondern Alter Falter ist sozusagen ein Exot unter den Projekten des Großprojektes Miteinander, Füreinander, Kontakt und Gemeinschaft im Alter. Das ist ein größeres Projekt, was auch vom Bundesministerium für Familie, Frauen und Senioren gefördert wurde. Und zwar sind bundesweit an über 40 oder 45 Standorten werden Projekte überwiegend für Senioren, alleinlebende Senioren gegen Einsamkeit gefördert. Und die zweite Säule des Projektes war aber auch die gesellschaftliche. Und da ging es um Enttabuisierung von Einsamkeit. Und die Projekte laufen jeweils über 3 Jahre. Ich bin 2020 gestartet, also quasi mitten oder zum Beginn bei Corona. Und haben hier in Münster, weil wir eigentlich mit Seniorendiensten hier sehr gut aufgestellt sind, diesen gesellschaftlichen Schwerpunkt gewählt und habe mit dem Blick nach England zur Forschung von Einsamkeit eben gesehen, dass es in einer großen Studie 2018, das ist vom Great Loneliness Report, das Ergebnis schon war, dass es die 16- bis 24-Jährigen sind, die tatsächlich am meisten von Einsamkeitsempfinden betroffen sind und nicht, wie man sich viele Jahre immer gedacht hat, die Alten und Hochaltrigen. Und angenommen hat man eben oder dass es daran liegt, dass es gerade in diesen sensiblen Phasen, Ortswechsel, Schulwechsel, Pubertät, hinterher Verlassen des Elternhauses, dass in diesen sensiblen Phasen einfach Strategien, konstruktive Strategien fehlen, mit diesem Gefühl von Unverbundenheit umzugehen. Und dann haben wir uns gedacht, in Münster, sozusagen ein Tabu ist etwas, womit niemand von uns geboren wird. Also dann eigentlich da starten, wo noch die Chance ist, das Tabu nicht allzu groß ist und haben überlegt, an eine Grundschule zu gehen. Also es ist ein Pilotprojekt an einer einzügigen Münsteraner Grundschule, 4 Klassen und eine Montessori-Klasse. Und haben da trotz Corona ein ganz offenes Ohr gefunden und auch das Versprechen, sobald es wieder möglich ist, durften wir starten in Schule. Und es ist sozusagen ein Experiment gewesen, mit dem Ziel, eine Offenheit bei Kindern, Lehrern, Eltern, bei der gesamten Schulgemeinschaft für das Gefühl der Einsamkeit und Umgang damit zu schaffen.
Und ja, ich bin quasi jetzt am Ende. In 2 Wochen enden meine 3 Jahre und es ist jetzt ein ganz schöner Abschluss, für mich auch hier sagen zu können, dass es tatsächlich gelingt, Kinder früh zu sensibilisieren für einen ganz guten Umgang mit diesem Gefühl, von denen sie auch eben ganz früh lernen, dass es eben keine Krankheit ist, sondern ein Gefühl, ein Empfinden wie Hunger oder Durst. Und wenn ich hungrig oder durstig bin, dann gehe ich in die Küche und trinke oder esse was. Und wenn ich einsam bin, dann fehlt mir auch etwas Wesentliches. Und das Projekt ist so aufgebaut, dass es eine Doppelstunde gibt, vorzugsweise in der 3. Klasse, wo es ganz explizit um das Thema Einsamkeit geht, wo wir ein ganz schönes Buch lesen, dazu an Haltepunkten das Empfinden nachstellen, mit den Kindern ins Gespräch kommen darüber. Und in der 2. Hälfte dieser Doppelstunde gibt es ein Kreativprojekt, wo sozusagen eine Pizza gestaltet wird und die Strategien, die die einzelnen Kinder haben, darauf aufgemalt werden, ausgeschnitten, miteinander geteilt werden. Die Kinder nehmen diese Pizza mit nach Hause, tragen das Thema auch mit nach Hause und ein großer Karton mit den Strategien verbleibt in der Klasse. Und andockend an diese Kerneinheit, wo die Kinder auch, das ist wirklich für uns ganz schön gewesen zu sehen, dass es möglich ist, in einer Doppelstunde den Unterschied zwischen einsam und allein sein, zwischen diesem Gefühl von auch gerade in Gesellschaft einsam sein zu können, und diesen Tabu zu besprechen. Und wenn Kinder schon ganz früh lernen, dass es ein Gefühl ist, was jeder kennt und was jedes Alter kennt und was uns auch immer begleiten wird, was wir halt nur nicht zu groß werden lassen sollen, dass die unglaublich offen innerhalb der ersten Doppelstunde über dieses Gefühl sprechen, wenn man sie dazu einlädt. Und ursprünglich war oft so diese Frage, muss man das denn jetzt Kindern auch noch zumuten, so ein Gefühl? Und es ist kein Zumuten, es ist eigentlich eine Einladung. Und ich fand diesen Titel jetzt dieser Veranstaltung mit Einsamkeit im Kontext Schule hat ja auch was Doppeltes. Also wir bringen sozusagen das Thema an Schule, um dem Tabu früh entgegenzuwirken. Aber es gibt eben gerade auch diese Einsamkeit an Schule sehr massiv durch Mobbing, wie eben, ne, jemand sagte, durch das Gefühl, nicht dazuzugehören. Und wenn wir mit Kindern offen mit diesem Gefühl umgehen, dann ermutigt sie das gleichzeitig auch offen mit anderen Gefühlen umzugehen. Das heißt, dieses Thema auch von Einsamsein an Schule wird auch mit eingebunden. Also wir stellen Szenen nach, wie ist das denn vielleicht auf dem Schulhof, wenn ich nicht mitspiele und so. Das heißt, dieser Kontext Einsamkeit in Schule wird automatisch mit aufgegriffen. Und an diese Doppelstunde docken sich verschiedene Kreativaktionen an, wie Kinder malen zu so Gedichten von Mascha Kaleko und stellen ihre Bilder dann wiederum in der Schule aus, die die anderen Schüler sehen. Wir haben die auch Bauzaunbanner drucken lassen, mitten in der Innenstadt aufgehängt. Das heißt, die Gesellschaft im Ganzen wurde sensibilisiert. Die Schüler, wenn sie dann in der Öffentlichkeit ihre Erfahrungen vorstellen, haben unglaubliches Gefühl von Selbstwirksamkeit im Umgang. Und sie wissen auch, dass es in England dieses Ministerium für Einsamkeit gibt, was ja eigentlich zum Ministerium für Sport und Medien jetzt mittlerweile gehört, aber es wird immer noch Einsamkeitsministerium genannt. Und sie haben sich total gewundert, warum es das bei uns nicht gibt. Und dann sagen wir immer, die Schule ist so dieses Mini-Ministerium und sie sind eigentlich die Vorreiter. Und das gibt denen auch so ein Gefühl von Stolz, dass sie tatsächlich kompetenter im Umgang mit diesem Gefühl sind als ihre Eltern und ja, viele andere. Und es gibt ein Lied zu dem Thema. Das heißt, wir versuchen das in so viele Bereiche an Schule anzudocken, um möglichst viele Kinder zu erreichen. Das Lied, was im Schulchor gesungen wird, erreicht auch schon die Erst- und Zweitklässler. Eine Postkartenaktion, wo man lernt, wie kann ich Kontakt zu anderen aufbauen, eignet sich auch für die 2. und 3. Klasse. Also es geht eigentlich von der 1. bis zur 4. Klasse kommt das Thema vor. Und es wird immer gefragt, klar, aus der Wissenschaft, die erste Frage, ist es evaluiert? Das war während dieses Piloten tatsächlich nicht möglich. Aber der Direktor der Schule sagt zum Beispiel einfach, dass das alter Vater ist jetzt ein geflügeltes Wort für einen guten Umgang, für ein gutes Miteinander und einen guten Umgang mit Einsamkeit. Und das ist eigentlich schon, und auch die Eltern kennen das, also alle kennen das. Es gibt einen eigenen Button zu diesem Projekt auf der Homepage der Schule, wo die Eltern mitverfolgen können, welche Aktionen stattgefunden haben. Wir beziehen sozusagen das Quartier mit ein. Wir haben 3 Minuten von uns entfernt das Museum, was uns eingeladen hat. Und zwar in Verbindung mit dem Seniorenheim. Das ist halt die zweite Säule, was eben angekündigt wurde. Da geht es um dieses alterslose Gefühl der Einsamkeit und auch um diesen positiven Effekt von Gemeinsamsein eben und Verbundensein von Alt und Jung. Das heißt, Schüler und Senioren gehen zusammen ins Museum und nicht nur Bilder angucken, sondern tun miteinander, gestalten miteinander Dinge.
Da ist dann nicht dieses explizite, der explizite Umgang mit Einsamkeit das Thema, sondern einfach das gemeinsame Tun und der Gewinn an einer guten Beziehung miteinander. Und konnten wir das jetzt über 2 Jahre ausprobieren. Es wird immer größer und Künstler aus der Umgebung sind dabei. Das heißt, das hat sich in Münster sehr, sehr verbreitet, dadurch, dass wir einfach auch viele Bereiche aus Kunst und Kultur mit einbezogen haben. Also es ging auch um kulturelle Teilhabe und den Wert von gemeinsam Kultur erleben. Ja, das so zum Hintergrund. Man kann einfach jetzt wirklich nach 2 Jahren sagen, dass es funktioniert. Und mir ist das eigentlich, manchmal geht es ein bisschen durch so eine Passion geworden in der Zeit. Und ich bin ganz froh, sagen zu können, dass es tatsächlich, deswegen möchte ich das sagen, bevor es hinteruntergeht, wird es ab Januar ein Werk geben, mit Kindern über Einsamkeit sprechen, frühe Sensibilisierung für ein wertvolles Gefühl. Das ist so ein bisschen so wie ein Lehrwerk für Grundschule aufgebaut, wo all das, was stattgefunden hat in den vergangenen 2 Jahren, gut nachvollziehbar, auch anhand von vielen Bildern, auch mit den Liedtexten, mit den Kreativaktionen für jeden kostenlos verfügbar sein soll. Das heißt, jeder, der das Thema Einsamkeit an Schule oder mit Kindern bearbeiten möchte, soll darauf Zugriff haben. Das war uns so von der Verstetigung wichtig. Und das gibt es im Print und wird auch als Online-Version bei den Maltesern Münster ab Januar verfügbar sein. Das ist mir einfach wichtig, weil wir gerne dieses Werkzeug für die Praxis einfach nur anbieten möchten und andere damit inspirieren möchten, es nachzuahmen. Oder auch, es hat ganz viele offene Seiten, noch symbolische. Wer Theater spielt, wer, egal von welcher Richtung man kommt, jeder kann das Thema nochmal vielleicht wieder anders umsetzen, aber es lohnt sich absolut. Und es ist eine ganz große Chance für Kinder und nicht nur für Kinder, sondern für alle im Kontext Schule, auch für die Begleitenden, für die Lehrer im OGS, wo überwiegend die Kreativaktionen dann angesiedelt sind, für die Eltern, für alle. Ja, vielen Dank, Frau Lehmann, für den Input und die spannenden Einblicke. Wir haben jetzt auch wieder Zeit für Rückfragen. Die können Sie gerne wieder per Handzeichen stellen oder in den Chat schreiben. Und eine habe ich auch schon gesehen, die lautet, wie war der Titel? Ich glaube, der Titel der Publikation ist gemeint. Der Titel der Publikation wird heißen, mit Kindern über Einsamkeit sprechen. Einfach ganz schlicht. Und das ist ganz schön von der einen Studie, die jetzt auch erschienen ist, lautet das eine der ersten Handlungsempfehlungen. Es klingt so simpel, ne? Also natürlich mit Kindern über Einsamkeit sprechen. Aber wie das bei Tabus so ist, ist das eben nicht so selbstverständlich, wie es sein könnte. Und der Untertitel ist sozusagen praxisnahe Anregung für Unterricht und OGS-Betreuung zu ressourcenorientierten Umgang mit Einsamkeitsempfinden. Geschichten, Kreativaktionen und Impulse für intergenerationale Projektarbeit, also wie bahne ich das überhaupt an, so dieses Hintergrundwissen, mit wem kommuniziere ich, in welchen Einrichtungen, was sind die Gelingbedingungen für Generationenbegegnung? Okay, vielen Dank. Wir werden sicherlich auch in unserem Newsletter vom Kompetenznetz Einsamkeit auf die Publikation hinweisen, sobald sie erschienen ist. Also den können Sie gerne abonnieren, dann bleiben Sie informiert. Dazu gibt es am Ende auch nochmal Hinweise. Im Moment sehe ich keine weiteren Fragen, aber dann hätte ich vielleicht noch eine. Und zwar können Sie vielleicht aufgrund Ihrer Erfahrungen auch etwas darüber sagen, wie man Einsamkeit bei Grundschülerinnen erkennen kann. Also schlägt sie sich auch vielleicht im Verhalten teilweise von Schülerinnen nieder? Und gibt es etwas, woran Pädagoginnen und Grundschullehrerinnen vielleicht auch erkennen können, dass Schülerinnen möglicherweise einsam sind? Da kann ich tatsächlich mehr jetzt so nur spekulieren oder aus den Szenen, die wir nachgestellt haben, da können sicherlich Schüler, also Lehrer oder Grundschullehrer noch viel mehr so zu sagen, weil ich jetzt von außen weniger die Kinder beobachtet habe und in dem Kontext jetzt dieses Projekts waren die halt sehr, sehr offen direkt, weil wir es so offen angesprochen haben. Was ich in den Szenen, wenn Kinder das nachstellen, ist tatsächlich eher so eine Form von Rückzug, also wirklich tatsächlich dieses Abseitsstehen, wie man das, ne, so kennt am Schul, also nicht so beteiligt sein. Es gibt aber auch Kinder, die das sehr maskieren. Also zum Beispiel auf Klassenfahrten, wo man denkt, allen geht super gut und in 4 Zimmern sitzen Kinder und weinen, jeder für sich und möchten am liebsten nach Hause.
wenn man das miteinander besprechen würde und ne, so dieses teilen würde, dieses Gefühl von Unverbeinheit, wäre es für alle leichter. Also ich glaube, es ist auch was, dieses, was auch mit diesem Tabu, wer einsam ist, ist selber schuld und ne, wenn du nicht dazu gehörst, dass Kinder das, glaube ich, wie Erwachsene genauso eher verbergen als oder oft versuchen zu verbergen, könnte ich mir vorstellen. Und Hey, vielleicht noch danke. ganz kurz Ja. zum Kontext Schule. Das, was ich einfach interessant finde, dass einfach, was ja auch in dem Text zur heutigen Veranstaltung stand, wenn man sich wirklich vorstellt, Kinder verbringen wirklich den Großteil ihres Lebens, also von morgens 8 bis 16.30 Uhr, das heißt, Schule muss deutlich mehr sein als nur Lernraum, also so, ne, so wirklich Lebensraum und für Erfahrung. Und man kann auch nicht alles den Lehrern noch anlassen. Die sollen da für Soziales zuständig sein, für Wissens Anreicherung, für alles Mögliche. Das heißt, eine Vernetzung auch von externen, die an Schule kommen und entweder Projekte durchführen oder ja, auch soziale Kompetenz fördern und Stärke fördern. Das muss unbedingt weitergemacht werden, weil die Lehrer können das nicht alles alleine leisten. Und es ist tatsächlich unheimlich viel Lebenszeit. Und Schule ist nicht nur Lernraum und Lebensraum. Und es geht nicht nur um die Anhäufung von Wissen, sondern um deutlich mehr. Hey, danke schön. Es gab noch eine weitere Frage, und zwar gab es Rückmeldungen der Pädagoginnen oder Eltern, dass eine Veränderung bei den Kindern zu verzeichnen war. Die gab es absolut. Also alle, die Kinder gerade diese Doppelstunde hatten, haben gesagt, dass sie unheimlich, dass sie ganz leicht jetzt auch auf diesen offenen Austausch zurückgreifen können, wenn es um die Strategien geht. Und dass der Umgang mit Gefühlen und mit dem Sprechen über Gefühle auch ein anderer gewesen ist seitdem. Und die Eltern melden rück, dass sie ihre Kinder zum Teil ganz anders erleben, wenn die von gerade von diesen Generationenprojekten zurückkommen oder Bilder sehen von den Veranstaltungen, dass sie sagen, ich hätte meinem Sohn nie zugetraut, dass der so im Atelier mit fremden Senioren Gemeinschaftsarbeiten macht und wie, ja, wie der dabei wirkt und wie stolz sie davon, ne, was die davon zu Hause erzählen. Also die erleben schon ihre Kinder auch noch mal anders. Und auch im offenen Ganztag. Also die Rückmeldungen sind eigentlich alle positiv. Und auch gerade von denen dieser Wunsch ist, wollten alle Kinder tatsächlich aus der Klasse, wollten diese Generationenbegegnung mitmachen und auch gerne wiederholt mitmachen. Also ja, die besuchen sich zum Teil gegenseitig. Und schon, da wächst was. Okay, danke. Dann sehe ich noch eine weitere Frage beziehungsweise auch eine Anmerkung im Chat, die darauf hinweist, ob Einsamkeit nicht vielleicht auch in früheren Zeiten weniger stark verbreitet gewesen wäre in der Gesellschaft. Und da kann ich aus unserer Perspektive sagen, dass man das, glaube ich, so eindeutig nicht sagen kann, weil dazu eben auch Daten im zeitlichen Vergleich in Deutschland einfach fehlen. Also es ist sehr lückenhaft, die statistische Erfassung von Einsamkeit in Deutschland, und im Zeitvergleich kann man da tatsächlich wenig zu sagen. Und das Kompetenznetz arbeitet auch daran, das zu ändern in Zukunft an einem Einsamkeitsbarometer. Genau, aber der zweite Teil der Anmerkung geht noch in die Richtung, ob nicht vielleicht Einsamkeit und die Prävention von Einsamkeit stärker durch einen intergenerationalen Austausch begegnet werden kann. Und Ihr Projekt hat ja diesen Fokus. Können Sie vielleicht darauf nochmal eingehen, wie dieser intergenerationale Austausch vielleicht auch aus Ihrer Sicht einen guten Beitrag zur Prävention von Einsamkeit leisten kann? Ja, das ist ja die zweite Säule sozusagen, war die Begegnung und oder ist die Begegnung eben nach wie vor, weil sie noch weitergeht. Und sie ist für beide Seiten sehr bereichernd. Also der regelmäßige Kontakt zwischen Kindern und Senioren ist ja dadurch, dass man oft gar nicht mehr an denselben Orten wohnt, dass man auch nicht mehr in der Großfamilie lebt, haben oft viele Kinder überhaupt kaum mehr Berührung mit Senioren. Und wenn man so sieht, allein zwischen der ersten und dritten Begegnung, wie aufgeregt die hingegangen sind und gesagt haben, sind die denn auch nett und was ist denn, und ne, so ganz aufgeregt, und nach dem ersten Kontakt sich sozusagen bei der zweiten Begegnung die Kinder, mittlerweile die Senioren, zum Museum hingeschoben haben mit den Rollatoren und im Rollstuhl, während die vorher als separate Gruppen gegangen sind, also die durch die Intervention und auch langsamer gegangen sind. Also man musste nichts dazu sagen, das ist eigentlich von alleine passiert. Und
Für die, also für den Senioren ist das natürlich auch von erheblichem Vorteil. Die haben unheimlich wenig junge Menschen in der Senioreneinrichtung. Und da wird ja auch oft gesagt, gerade in Einrichtungen, da sind ja so viele, die können ja nicht einsam sein. Und wenn man sich vorstellt, wie selbstgewählt diese Gemeinschaft ist und beziehungsweise ja eher nicht ist, ist da herrscht da auch ein großes Maß an Einsamkeit. Und die haben sich unheimlich über die Besuche der Kinder, also nicht Besuche, eigentlich über dieses gemeinsame Tun gefreut. Und für die Kinder ist das auch ein ganz großer Gewinn. Also es geht einfach um gemeinsam und ein Gefühl von Verbundenheit. Und die Fragen nacheinander, die Fragen, wenn eine Seniorin jetzt nicht mit dabei sind, wo ist denn meine Hannelore oder so, wenn sie nicht da ist? Also es ist nicht so ein, ist egal, ist halt wer anders da, sondern da entwickelt sich schnell eine Beziehung durch ein paar Aktionen. Also es ist schon sehr, das zu fördern, wo immer das möglich ist, wenn die nah beieinander sind. Und das müssen gar nicht so große Sachen, also so ins Museum ist schön, wenn sich das anbietet in der Nachbarschaft, aber auch ganz selbstverständliche Sachen, dass man sagt, zum Beispiel einmal im Monat ist eine Kreativwerkstatt oder gerade die PISA-Studie, die Lesefähigkeit ist so schlecht geworden. Warum sollen sich nicht Schüler und Senioren gegenseitig was vorlesen, ihre Lieblingsbücher vorstellen? Es gibt viele, viele Themen, die die teilen können, auch Themen des Alltags. Alle essen, alle gehen in die Schule, aber haben ganz unterschiedliche Lebenserfahrung dazu. Also es gibt viel, was man gemeinsam tut. Okay, danke für den Einblick. Genau, ich sehe nun keine weiteren Fragen. Dann würde ich sagen, kommen wir nun zu unserem dritten Gast. Wir wollen nun einen Blick auf das kürzlich gestartete Projekt Mental Health Coaches werfen. Auch das ist ein Projekt, was vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert wird. Und dazu hören wir nun einen Input von Sina Mönch. Frau Mönch, wir freuen uns sehr, dass Sie da sind und uns von Ihrer Arbeit berichten, und Sie haben das Wort. Ja, danke für die Einladung erstmal. Ich versuche jetzt mal den Bildschirm freizugeben. Genau, dann den. Genau, also, ja, mein Name ist Sina Mönch. Ich arbeite beim COD Jugendmigrationsdienst in Sulzbach-Rosenberg und bin dort für das Projekt Mental Health Coaches zuständig. Und ich möchte Ihnen jetzt gerne einen kleinen Einblick einfach geben, warum dieses Projekt ja an Schulen verortet ist und was das Ganze bewirken soll. Genau. Warum Mental Health Coaches? Also, Studien haben belegt, dass bei Kindern und bei Jugendlichen durch multiple Krisen eben anhaltender Stress und psychische Belastungen einhergehen. Also wir haben ja zum Beispiel die Kriege, Corona, die Inflation. Und bei mehr als 70% der Kinder und Jugendlichen wurde halt festgestellt, dass sie unter andauernd psychischen Stress leiden. Das war diese bundesweite COPPSI-Längsschnittstudie. Und dadurch nehmen natürlich auch Erkrankungen zu, vor allem Essstörungen, Depressionen oder Adipositas. Das wiederum wirkt sich natürlich auf die Lebensqualität ab, ja, auf die Lebensqualität nimmt ab. Schule wird als Belastung empfunden. Es gibt vielleicht mehr Streit im sozialen Umfeld. Und hinzu kommen natürlich noch zusätzliche Risikofaktoren durch die soziale Benachteiligung, also durch die familiäre Bindung, durch die geringen Ressourcen, die man vielleicht hat, die Wohnverhältnisse, die Migrationsgeschichte und die psychischen Belastungen der Eltern können natürlich zusätzliche Risikofaktoren darstellen. Und die interministerielle Arbeitsgruppe Gesundheitliche Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche durch Corona veröffentlichte im Februar 2023 ihren Abschlussbericht. Und der Schwerpunkt war da eben die Maßnahmen zur Bekämpfung von psychischen und sozialen Belastungen bei Kindern und Jugendlichen. Und da wurden eben die Mental Health Coaches eingesetzt, und zwar ab dem Schuljahr 2023/2024. Das ist ein Modellvorhaben und ist Teil des Bundesprogramms Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit. Dieses Programm wird in die teilnehmenden Strukturen eingebunden und in deren bestehenden primärpräventiven Maßnahmen im Bereich Mental Health sowie in die regionalen Hilfsangebote. Worum geht es? Da will ich jetzt gerne dazu was erzählen, also ein bisschen aus meiner Arbeit erzählen.
Es ist so, dass wir primär präventive Gruppenangebote anbieten, die auf freiwilliger Basis passieren. Und dafür ist es so, dass ich entweder Gruppenangebote eben auf Bedarfe der Jugendlichen oder der Klassen eben konzipiere oder auch externe Anbieter und Anbieterinnen in diesem Bereich eben an die Schule hole, damit eben ein Raum für Informationen, Erfahrungsaustausch und Diskussionen entsteht. Und unser Ziel ist es einfach, dass wir offen darüber sprechen, was halt Jugendlichen beschäftigen. Also das ist ihr Raum und ihre Zeit, wo sie einfach mal offen über ihre Themen sprechen können. Und wir versuchen ihnen Tools an die Hand zu geben, die beim Umgang mit belastenden Situationen helfen und eben ihre Resilienz stärken sollen. Und die Themenschwerpunkte sind eben nach den Interessen und dem Bedarf der Schüler und Schülerinnen ausgerichtet. Warum ist das Ganze jetzt genau an Schulen? Also wir haben es ja auch schon mal gehört. Der Großteil des Alltags junger Menschen findet eben an der Schule statt. Und Schule kann eben ein guter Ort für gelingende Präventionsarbeit sein. Vor allem, man kann super niederschwellig damit umgehen und da auch eine ganz große, ja, Zielgruppe auch erreichen. Wir arbeiten ja primär präventiv. Das heißt einfach, dass wir mit den kompletten Klassen zusammenarbeiten, dass wir nicht nur einzelne Schüler und Schülerinnen rausnehmen, sondern dass wir eben mit kompletten Klassen arbeiten und da eben einen niederschwelligen Zugang haben. Das ganze Modellvorhaben richtet sich an Kinder und Jugendliche ab der Sekundarstufe 1, das heißt ab der 5. Klasse können wir da tätig werden und die Angebote entstehen eben mit den Akteurinnen und Akteuren an der Schule und mit externen Partnerinnen und Partnern. Was für Ziele hat dieses Programm? Die Mental Health Coaches stärken die Resilienz, die mentale Gesundheit und das Wohlbefinden der Jugendlichen. Wir versuchen auch eben mehr Offenheit gegenüber dem Thema Mental Health einfach zu fördern, dass man sagt, man setzt sich damit auseinander. Und natürlich ist es auch so, dass eben die Anbindung der Mental Health Coaches an den teilnehmenden Schulen auch einen geschützten Raum und Rahmen geben, um eben persönliche Themen anzusprechen. Das Schöne dabei ist einfach, dass man auch Wissen über die mentale Gesundheit erweitert und allgemein über regionale und überregionale Hilfs- und Beratungsangebote informieren kann, damit die Schülerinnen und Schüler dann auch, wenn sie eben sagen, okay, unser Motto ist ja auch sagen, was ist, tun, was hilft, dass man da sagt, wenn man sich eben öffnet und sagt, okay, mir geht's einfach nicht so gut, ich brauche einfach Hilfe und Unterstützung, dass man da sagt, hey, schau mal, was einfach in deiner Umgebung gibt und es ist auch gar nicht schlimm, sondern es ist schön, dass du darüber redest und dass du da einen Zugang gefunden hast, wo du sagst, okay, du kannst dich auch mitteilen. Und bei Bedarf zeigen wir auch eben vertiefende Hilfs- und Beratungsangebote, wobei ich sagen muss, wir arbeiten ja sehr eng mit den Schulen zusammen und das ist natürlich auch dann so, dass eben schon schulinterne Hilfsangebote, wie zum Beispiel die Schulsozialarbeit, an erster Stelle stehen und da einfach ganz enge Absprachen getroffen werden. Dann die primärpräventiven Gruppenarbeiten ist so, also die Themenschwerpunkte werden in Abstimmung mit den Jugendlichen und mit den Akteurinnen und Akteuren der Schule umgesetzt. Das heißt, ich bin in enger Absprache mit der Schulleitung, mit den Lehrkräften, aber auch mit den Schülerinnen und Schülern und schaue eben da, welche Themen da gerade aktuell sind, was ich in der Klasse bearbeiten kann. Und das sind vor allem Themen, oder wir bearbeiten Themen wie Selbstfürsorge stärken, Ressourcen aktivieren, wie finde ich einen guten Umgang mit belastenden Gefühlen, wie kann ich vielleicht Achtsamkeit praktizieren, was ist überhaupt Achtsamkeit, was in dieser Welt ja auch, wir leben ja in einer sehr schnellen Welt, was natürlich auch ein super spannendes Thema ist und auch an die Jugendlichen herangetragen werden soll, damit da einfach der Stress reduziert werden kann. Genau, und zum Schluss habe ich dann noch eine Karte mitgebracht. Das Ganze wird ja von den Jugendmigrationsdiensten umgesetzt und die Träger der Jugendsozialarbeit an über 80 Standorten und mehr als 100 Schulen momentan. Genau. Das Modellvorhaben ist, wie gesagt, in Schuljahr 2023/2024 angegliedert. Und genau, wir hoffen natürlich, dass es weitergeht und da einfach einen wichtigen Beitrag zur mentalen Gesundheit auch leisten können an Schulen. Das ist sehr, sehr wichtig für uns. Genau, es war jetzt ein ganz kleiner Einblick. Ich hoffe, dass vielleicht noch Rückfragen kommen oder dass wir einfach noch in die Diskussion gehen können. Genau. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Mönch, auch für Ihren Input. Und genau, wie Sie gerade schon gesagt haben, können Sie aus dem Publikum jetzt gerne nochmal Fragen an Frau Mönch richten, Fragen zum Programm der Mental Health Coaches.
Genau, es gibt auch gleich schon eine Frage im Chat, sehe ich gerade. Und zwar ist es die Frage, warum man von mentaler Gesundheit und nicht mehr von seelischer Gesundheit spricht. Also ich glaube, dass diese zwei Begriffe sehr nah aneinander sind. Ich denke einfach, dass man auch einen Zugang vielleicht finden wollte für Schüler und Schülerinnen, damit man dieses Thema auch gut ansprechen kann. Und wie gesagt, ich denke, diese Begriffe sind relativ nah aneinander und es ist auch immer eine Form, wie vermittle ich den Schülerinnen und Schülern dieses Thema und wie greife ich das auf? Und ich versuche da auch immer ziemlich niederschwellig zu arbeiten und da vielleicht auch ja viele Synonyme zu verwenden für diesen Begriff, damit die einfach dann auch verstehen, was das eben bedeutet. Also genau, das wäre jetzt so meine Antwort darauf. Also es ist relativ gleich. Man muss natürlich gucken, wie sich das Ganze auch entwickelt. Aber die Namensgeber, das Bundesministerium hat sich für Mental Health Coaches entschieden. Ja, vielen Dank. Und dann sehe ich, gibt es jetzt auch eine Wortmeldung von Herrn Hutter? Ja, vielen Dank für Ihren Input. Mich würde interessieren, in welchem Verhältnis sehen Sie Einsamkeit und seelische Gesundheit? Oder wenn ich noch mal anders frage, wie spezifisch müssen wir auf die Einsamkeit reagieren? Oder gibt es auch Gedanken, Präventionsangebote breiter aufzustellen im Bereich von seelischer Gesundheit? Also bei uns im Programm ist es ja so, wir arbeiten primär präventiv. Das heißt, wir gehen ja in eine Klasse rein und arbeiten mit allen Schülern und Schülerinnen. Und für mich ist es auch ganz wichtig, die Schüler und Schülerinnen auch zu stärken, also aufzuzeigen, wo sind denn ihre Stärken, wo sind denn ihre Ressourcen, wo kann man denn ansetzen, damit man eben, wenn man eben ja so belastende Situationen hat, wie zum Beispiel Einsamkeit, auch in der Corona-Pandemie, wie dann eben der Lockdown war. Da habe ich auch gemerkt, okay, da sind manche Schüler total verloren gegangen. Und meine Schule hatte echt alles Mögliche versucht, um das entgegenzuwirken, um da zu gucken, wie kann ich die Schüler wieder einfangen, wo kann ich vielleicht die Schüler und Schülerinnen unterstützen. Und ich finde, dass Präventionsarbeit weiter aufgestellt werden müsste. Also natürlich, Einsamkeit ist ein wichtiges Thema, das müssen wir auch besprechen. Und ich fand es total schön, wie Sie auch, Frau Lehmann, gesagt haben, dass das einfach offen kommuniziert werden muss und dass es einfach ein Teil davon sein muss, zu besprechen. Aber ich denke auch, dass man andere Perspektiven einfach mit einbringen muss. Also auch die Stärkung der sozialen Kompetenzen, das Miteinander wieder fördern, auch ja, Angebote zu Anti-Mobbing zum Beispiel einzubringen, damit eben die Schülerinnen und Schüler eine ganz große Ressourcenkiste einfach haben und dann auch mit den Themen gut umgehen können. Ja, danke. Und jetzt gibt es auch noch zwei Fragen im Chat. Und zwar einmal die Frage, ob es in dem Programm auch Erfahrungen mit der Arbeit mit unbegleiteten Minderjährigen mit Migrationshintergrund gibt. Also tatsächlich, wie gesagt, wir arbeiten ja primärpräventiv und wir haben auch zum Beispiel an meiner Schule gibt es auch eine Deutschklasse und da biete ich natürlich auch meine Angebote an. Also das ist definitiv auch eine Zielgruppe bei uns und genau, da arbeiten wir eben auch mit jungen Menschen mit Migrationshintergrund. Ja, und dann noch eine Frage zu dem Programm, ob es es auch in Mecklenburg-Vorpommern gibt. Vor allem eine Frage nach einem direkten Landkreis, auch dem Landkreis Ludwigslust-Parchim. Genau, und die Frage, wie viel Zeit nimmt das Anspruch und was kostet es? Also wenn Sie vielleicht noch mal kurz ein bisschen was zu den Rahmenbedingungen sagen können. Also die Standorte kann man auch gerne auf der Homepage nachlesen. Die kann ich auch gerne in den Chat stellen. Da sind auch die ganzen Ziele nochmal drauf und die ganzen Schul-, also beziehungsweise die ganzen Standorte, die teilnehmen. Und Dankeschön, genau, wurde gerade schon in den Chat geschickt. Und zu den Rahmenbedingungen ist es so, also die Schulen konnten eine Interessensbekundung abgeben und zusammen mit dem Bundesministerium und dem, mal gucken, genau, dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, dem Kultusministerium und der Länder sowie der Träger der Jugendmigrationsdienste wurden diese Schulen dann eben ausgewählt. Und das Ganze läuft so ab, dass eben ein Budget zur Verfügung steht, das wir abrufen können. Und dadurch sind eben die Angebote, die wir an die Schule bringen, auch kostenlos.
Ja, vielen Dank nochmal für die Ausführung. Und dann gibt es noch eine Meldung von Frau Volke. Ja, guten Abend. Vielen Dank erstmal für die interessanten Beiträge. Frau Mönch, ich wollte gerne fragen, wie kann man sich für die Ausbildung zertifizieren oder instruieren lassen als Mental Health Coach? Sie haben jetzt den Zugang der Schulen geschildert, aber wie sieht praktisch so die Ausbildung aus? Genau, also ich bin Sozialpädagogin und das sind eben Fachkräfte mit abgeschlossenem Hochschulstudium. Und wir haben zu Anfang des Programms eine Basisqualifikation von dem Servicebüro der Jugendmigrationsdienste bekommen. Die ganze Basisqualifikation ging 4 Tage mit einem externen Anbieter, der uns dann eben auch verschiedene Aspekte der mentalen Gesundheit eben näher gebracht hat und auch einige Methoden mit an die Hand gegeben hat, wie wir mit den Schülerinnen und Schülern arbeiten können. Genau, das war dann so die, und wir versuchen natürlich auch immer, also wir haben ganz tolle Fortbildungsangebote und können uns auch immer an die zuständigen Bearbeiter und Bearbeiterinnen wenden, wenn wir Fragen haben. Von dem her sind wir ein gut aufgestelltes Team. Macht einfach Spaß, in dem Projekt zu arbeiten und wir haben auch einen fachlichen Austausch. Also von dem her, wir sind da auch sehr gut betreut. Das heißt, Sie sind auch vernetzt untereinander als Mental Health Coach. Natürlich. Also weil Sie sind ja dann, Entschuldigung, an jeder Schule wahrscheinlich Einzelpersonen, oder? Habe ich das richtig verstanden? Teils, teils. Also es ist so, dass an manchen Standorten mehrere Mental Health Coaches arbeiten. Ich bin jetzt ja zum Beispiel in meinem Standort alleine. Und da ist es natürlich extrem wichtig, dass man da einen guten Austausch einfach hat. Und wir versuchen da uns wirklich auch dann regelmäßig zu treffen und auch auszutauschen. Genau, und wir haben da auch die Möglichkeit, auch fachliche Qualifizierungen zum Anspruch zu nehmen oder auch Supervisionen. Das ist auch super wichtig, dass wir auch sagen, unsere mentale Gesundheit ist natürlich auch wichtig, wenn wir was an die Schülerinnen und Schüler weitergeben möchten. Und deswegen haben wir da auch ganz viele Möglichkeiten, uns auszutauschen. Ja, wunderbar. Ja, und auch Erfahrungsaustausch einfach zu, möglich zu machen, weil das Projekt ist ja doch ein Modellvorhaben. Es ist ganz neu. Wir sind da alle neu reingestartet und es ist natürlich eine aufregende Zeit, wo man ganz viele Erfahrungen auch sammeln kann. Ja, uns bietet ja so die zwei Möglichkeiten. Die eine, dass Sie sehr viel gestalten können in dem Rahmen, der natürlich vorgegeben ist, aber wirklich da auch Ihre Fußstapfen setzen können und gleichzeitig halt, wie Sie sagen, so dieser kollegiale Austausch, der einfach ganz wichtig ist. Genau. Gibt es denn Überschneidungen? Also ich bin Ersthelferin für seelische Gesundheit, also Mental Health First Aid. Gibt es Überschneidungen zu dieser Ausbildung? Wird ja im Moment nur für Erwachsene angeboten, also als Zielgruppe. Also bei uns sind die Zielgruppe ja die Schülerinnen und Schüler, also die Jugendlichen. Ja. Es ist so, dass wir uns natürlich auch mit externen Leuten vernetzen, die auch Hilfsangebote eben im Bereich mentale Gesundheit anbieten. Und es ist auch super wichtig, dass man auch von den anderen Erfahrungen profitiert. Ich finde es auch immer total schön, dass die Lehrkräfte auch so ein Interesse daran zeigen und auch in die Workshops mit reingehen und sagen, ich höre mir das Ganze mal an, was kann ich mir auch daraus mitnehmen? Ja. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, ne, dass wir auch die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Schule einfach auch nicht vergessen, weil die leisten auch einen großartigen Job und müssen auch aufpassen auf ihre mentale Gesundheit. Und deswegen finde ich es immer ganz schön, wenn man da auch sagen kann, setzt euch einfach mit rein, hört euch das an und schaut, was ihr davon mitnehmen könnt. Ne? Das ist wunderbar. Jetzt habe ich noch eine Frage, wenn ich Ihren Rahmen nicht sprenge, aber zur Struktur auch, zur zeitlichen Struktur. Oder sind Sie zum Beispiel auch direkt erreichbar, ansprechbar für Schüler und Schülerinnen? Oder sind Sie punktuell für die Workshops da? Oder wie ist das aufgebaut? Genau, also durch den offenen Rahmen des Programms, was natürlich auch unheimlich viel Spaß macht, sich selbst da auch einzubringen, ist es so, also bei mir zum Beispiel ist es so, ich bin 2-mal in der Woche fest an der Schule auf jeden Fall, da können mich die Schülerinnen und Schüler auch ansprechen. Da bin ich mit den Lehrkräften in Kontakt, da bin ich mit der Schulleitung in Kontakt und bin zusätzlich dann auch noch, wenn Workshops natürlich anstehen, auch nochmal da, begleite auch diese Workshops, mache auch die Vor- und Nachbereitung zusammen mit den externen Anbieterinnen und Anbietern und versuche da einfach dann Folgeangebote zu installieren und schaue einfach, wo die Bedarfe dann liegen. Genau. Ein sehr, sehr spannendes Projekt. Vielen Dank. Danke. Ja, und dann gibt es jetzt noch eine Frage von Frau Lehmann.
ja, nicht Frage, vielleicht eher Vision oder Feststellung. Ich finde es auch ein sehr, sehr spannendes Projekt, vor allen Dingen, weil es ja sozusagen die älteren Schülerinnen und Schüler jetzt noch erreicht, als die jetzt an Grundschule war. Und ich finde, man kann sehen, wie wichtig es ist, also dass Gelder zur Verfügung gestellt werden für experimentelle Projektarbeit. Und wenn ich mir vorstelle, ich glaube, vielleicht war das auch beim KNE schon ein Thema, es gibt ja auch vom DRK dieses ganz früh startende Projekt Teilsein, was an Kitas läuft. Dann gibt es jetzt zuerst Erfahrung an Grundschule, dann geht es an die weiterführende Schule. Und wenn man sich vorstellt, was für eine tolle Vision das wäre, wenn sich all diese Sachen verstetigen würden und mit was für einem, mit für einer Offenheit die Kinder vielleicht dann schon an weiterführende Schule ankommen würden, wenn sie schon von Kita und Grundschule an das gelernt haben. Also einfach, dass eine Gesprächskultur entwickelt haben und einen Umgang, also einen guten Umgang mit, ne, mit Gefühlen, wie viel offener die dann für Angebote wären. Also dieser Wert von Gestaltungsfreiheit in Projekten und die Finanzierung davon, muss man einfach nochmal sagen, ist einfach total wichtig, merke ich, ne, jetzt hier. Also es sind ja alles ganz junge oder junge Sachen, über die wir jetzt hier sprechen, der letzten, ne, 2, 3 Jahre. Und ja, wie wichtig die Förderung ist. Das kann niemand von uns hier weiter fördern, aber ja, ist ein wichtiger Punkt, wo man sich für stark machen sollte. Und es ist auch immer wieder schön zu sehen, ich meine, diese Räume sind ja auch weg von dem Leistungsdruck, vom Notendruck. Ja. Und da öffnen sich die Schülerinnen und Schülerinnen so schön. Und man kann auch sehen, welche Fähigkeiten, welche Stärken sie haben, wo dann auch die Lehrkräfte sagen, hey, super, so habe ich den oder den vielleicht gar nicht erlebt. Ne? Und das ist halt das Schöne, dass man so positive Schlüsse einfach draus ziehen kann. Und das ist super wichtig, dass man sie einfach positiv bestärkt und sagt, hey, du kannst es. Ich sehe dich und dass man da einfach dann dran arbeitet, weil das ist natürlich unheimlich wichtig, diese positive Bestärkung. Mhm. Ja, super. Und dann gibt es jetzt noch eine Frage von Frau Lai. Das ist auch keine Frage, sondern wie Frau Lehmann gerade sagte, dass die Jugendliche eben diese Offenheit zeigen. Und da habe ich es erlebt, dass ich bin selber Instruktorin für Ersthelferausbildung, also für Erwachsene Mental Health First Aid. Und ich wurde in diesem Jahr einmal von einem Gymnasium angefragt, und zwar von den Schülern der SMV, also die Schülermitverwaltung, für einen Mental Health Day. Und ich habe das als Pilotprojekt durchgeführt. Ich hatte vorher da noch wenig Erfahrung mit Jugendlichen zu arbeiten. Ich habe das immer hin und wieder in meiner Praxis, bin aber keine Kinder- oder Jugendpsychologin, aber manchmal taucht das eben auf und habe diesen Mental Health Day durchgeführt. Und das war eben mit der 10. Jahrgangsstufe. Es ging um Stress und Leistungsdruck und wie das eben auch zu psychischen Erkrankungen führen kann. Und ich war überwältigt von der Resonanz und von dem Interesse der Jugendlichen. Ich habe den ganzen Tag von morgens bis von 8 bis um 14 Uhr alleine, ohne Lehrkraft mit den Jugendlichen gesessen. Die haben mitgemacht, die waren interessiert, die wollten wissen, die wollten die Zusammenhänge kennen. Sie wollten aber auch Werkzeuge, wie sie damit umgehen können. Und da sieht man auch, wie wichtig das ist und dass es frühzeitig geschieht. Weil ich meine, die psychische Gesundheit gehört zu uns wie, und es sollte selbstverständlich sein, wie Essen und Trinken. Und deswegen brauchen wir hier einfach diese Kompetenzen. Und da wollte ich einfach nochmal appellieren, dass man ganz frühzeitig ansetzt, dass man gar nicht erst diese Scheuklappen und Angst vor Stigmatisierung aufbaut, sondern einfach Verständnis schafft oder und auch Mittel und Möglichkeiten lehrt. Das wollte ich hier einfach nochmal, deswegen vielleicht auch ein fantastisches Projekt, das hier zu unterstützen. Dankeschön. Ja, vielen Dank auch nochmal für genau, die Anmerkung und ja, vielen Dank, Frau Mönch, vor allem für Ihren Input und natürlich auch wieder herzlichen Dank für die interessanten Fragen aus dem Publikum. Ich würde sagen, wir gehen nun über in die gemeinsame Diskussion. Also stellen Sie gerne nochmal Fragen zum Thema Einsamkeit im Kontext von Schule oder eben auch Anmerkungen und eigene Erfahrungen können Sie auch gerne mit einbringen. Und wir haben das jetzt schon ein Stück weit ja auch gehört, also einmal im Input von Frau Lehmann, das Projekt ist ja in der Grundschule angesiedelt und aber auch Frau Mönch, die gesagt hat, die Mental Health Coaches starten so in der Sekundarstufe 1. Herr Schütz, vielleicht können Sie so ein bisschen basierend auf den Daten, die Sie haben zu Einsamkeitserleben,
bei Kindern und Jugendlichen. Was würden Sie sagen, so ab welchem Alter sind Präventionsmaßnahmen an Schulen sinnvoll? Welche Schlüsse lassen sich vielleicht aus den Zahlen ziehen oder eben vielleicht auch nicht, aber vielleicht so ein bisschen noch einfach die Forschungsperspektive noch mit reinholen? Genau, also einfach, was würden Sie dazu sagen, zu der Frage? Ja, vielen Dank für die Frage und für die interessanten Vorträge aus der Praxis. Also aus den Daten, wenn man da jetzt was ableiten würde, könnte man theoretisch versuchen abzuleiten, dass bei uns zumindest in unseren Daten ältere Jugendliche einsamer waren als jüngere Jugendliche und Mädchen und Menschen mit diverser Geschlechtsorientierung wesentlich einsamer als Jungen sowie Menschen mit geringerem sozioökonomischen Status. Andererseits wäre ich jetzt auch nicht unbedingt ein Freund, zu sagen, naja, wir separieren das jetzt und jetzt kriegen nur die Mädchen oder nur die Menschen mit diverser Geschlechtsorientierung ein Präventionsprogramm, weil wir auch davon ausgehen können, dass das für alle profitierend wirken kann. Und das baut auch auf diese Frage auf von vorhin, inwieweit man da Prävention ganz spezifisch auf Einsamkeit fußen muss oder ob das auch allgemeiner sein kann. Es gibt ja hier auch schon vom KNE Expertisen, die sich Einsamkeitspräventions- und Interventionsmaßnahmen angeguckt haben. Und da gibt es durchaus auch eine Wirksamkeit mit diesen. Aber dennoch kann man ja auch sagen, dass wenn soziale Kompetenzen, emotionale Kompetenzen gestärkt werden, was eine Wirksamkeit hatte für eine Reduzierung der Einsamkeit, wirkt sich das ja auch positiv aus, wenn man nicht unbedingt sich als sehr einsam bezeichnet hat. Und denen das dann sozusagen außen vor zu behalten, würde ich nicht, gar nicht unbedingt aus der Forschung ableiten wollen, dass man da jetzt eine ganz bestimmte Gruppe besonders fokussiert. Aber was man trotzdem im Blick haben sollte, ist vielleicht die Menschen mit diverser Geschlechtsorientierung, dass die schon bei allen, auch bei anderen psychischen Komponenten eine sehr viel höhere Ausprägung hatten. Ob das jetzt Depressionskomponenten waren, ängstliche Komponenten, geringere Lebenszufriedenheit, also alle Belastungsfaktoren waren da besonders ausgeprägt, dass man da vielleicht schon mal verstärkt hinguckt, wie man die fördern kann, stärken kann und eben da auch entstigmatisieren kann. Das kann eine Sache sein. Wir werden auch vielleicht mal gucken, weil das vorhin auch die Frage war, was ich noch aufgreifen wollte, schauen, ob zum Beispiel ein Anti-Mobbing-Programm auch nebenbei quasi auch Einsamkeit reduzieren kann. Also in meinem Team sind auch Leute, die Anti-Mobbing sehr, sehr stark erforschen. Und es wäre ja nicht weit entfernt, wenn Mobbing mit Einsamkeit zusammenhängt und da auch wieder soziale Kompetenzen, das Miteinander geschult wird und das auch wieder mit Einsamkeit zusammenhängt. Also ich würde da gar nicht zu spezifisch unbedingt jetzt aus den Daten das ableiten wollen. Ja, vielen Dank. Vielleicht zum Stichwort auch soziale Kompetenzen stärken. Vor einigen Tagen ist eine neue Studie erschienen in NRW. Frau Professor Dr. Luhmann hat mit anderen die Einsamkeit unter Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen untersucht und dabei auch Handlungsempfehlungen formuliert. Und eine Handlungsempfehlung ist eben auch die Prävention an Schulen zu stärken und insbesondere dort die Stärkung von emotionalen und sozialen Kompetenzen zu stärken, um Einsamkeit zu reduzieren. Frau Mönch, können Sie vielleicht dazu etwas sagen zur praktischen Stärkung von emotionalen und sozialen Kompetenzen? Wie kann das an Schulen gelingen? Gibt es da auch einen Fokus bei den Mental Health Coaches dazu? Also ich denke, das kann sehr gut gelingen, weil ich auch denke, dass die Stärkung der emotionalen Kompetenzen, also wie drücke ich meine Gefühle aus, wie teile ich meine Bedürfnisse mit, dass das geübt werden kann, dass das auch ja gestärkt werden kann und dass dann, wenn diese Kompetenzen vorhanden sind, dass man da auch ganz anders vielleicht auch mit so Sachen wie Einsamkeit umgehen kann oder mit belastenden Gefühlen umgehen kann. Und das ist halt auch das, wo man sagt, okay, das muss man auch an Schulen bringen. Und ich glaube, Frau Lehmann hat es auch gesagt, dass man eben nicht nur Schule als Vermittlung von Inhalten sieht in den Lernfächern, sondern dass auch wirklich Kompetenzen gestärkt werden sollen, soziale Kompetenzen, emotionale Kompetenzen, einfach die mentale Gesundheit auch noch mit reingenommen werden soll, weil das ist natürlich auch das Große und Ganze, wenn man natürlich dann rausgeht aus der Schule und da auch diese Kompetenzen erlernt hat oder auch sich mitteilen kann, dass das Ganze sich auch positiv auf den ganzen, aufs ganze Berufsfeld auswirkt, zum Beispiel auf den ganzen Lebenslauf. Und das ist natürlich das, je früher man da anfängt, desto besser ist es natürlich auch und desto mehr können die Schülerinnen und Schüler davon profitieren. Ja, danke schön. Frau Lehmann, wollen Sie vielleicht anschließend direkt was dazu sagen? Sie haben sich auch gemeldet.
Sie sind noch auf lautlos gestellt. Ja, schon genau. Bezug dem darauf nochmal ging es in der Studie, glaube ich, von Professor Mann auch nochmal um diesen Wert von Freundschaft. Das würde ich vielleicht gerne nochmal sagen. Das war auch ein ganz wichtiger Bestandteil. Wie kann ich Freundschaften stärken und ne, was braucht es, Freundschaften zu erhalten? Weil sich gezeigt hat, dass in gerade ne, diesen Zeiten von Unverbundenheit eine Freundschaft, eine starke Freundschaft natürlich unheimlich stärkend ist oder ne, das Gefühl von Einsamkeit mindert. Und das fand ich auch nochmal einen interessanten Aspekt, auch gerade mit dem Mobbing. Also wie gehen wir miteinander um, ne? Oder wie wollen wir gemeinsam miteinander leben? Das ist eigentlich diese ne, Grundfrage von Gesellschaft und durch die zunehmende Digitalisierung und ne, also Pro und Kontra kann man sagen, aber sagt man, hat es einfach auch, hat das Mobbing eben einfach zugenommen oder gibt es noch ganz andere Wege? Und da zu sehen, wie man Freundschaft stärken kann, ist auch eine interessante, wichtige Frage, auch in welchen Projekten oder da muss man nicht vielleicht ein ganz eigenes Projekt machen, aber dass man das Thema Freundschaft mit einbezieht in alle diese Projekte, also ob an Kita, Grundschule oder so. Und da gab es zum Beispiel in Münster eine Überlegung, gibt, haben wir eine 85-Jährige, die seit 75 Jahren ihre Freundin noch hat und dass wir die in Grundschule einladen und die den Kindern erzählt, wie es gelingt, so lange eine Freundschaft aufrechtzuerhalten und wie stärkend das sein kann. Also so, ja, das Thema Freundschaft und Einsamkeit hat offenbar auch einen großen Zusammenhang. Hey, danke schön. Frau Mönch, möchten Sie auch noch mal direkt darauf reagieren? Ich wollte noch mal kurz was anmerken, weil Sie auch gesagt haben mit der Praxis eben. Ich habe auch in den Kommentaren gerade gelesen, dass eine Tanzwoche auch stattgefunden hat. Und das ist auch das Schöne an diesem Programm, wo ich drin arbeite. Man kann halt so viele verschiedene Methoden einfach benutzen. Also wir haben Rap-Workshops durchgeführt, beziehungsweise wir können das auch durchführen. Wir können Theaterstücke an die Schule holen. Das ist auch nochmal ein ganz anderer Zugang, ein niederschwelliger Zugang auch und ein lebensweltorientierter Zugang, dass man sagt, man erreicht auch ganz viele Schülerinnen und Schüler damit. Und das ist gerade das Schöne. Und ich finde schön, dass auch in anderen Schulen da auch viel zu dem Thema gemacht wird. Ja, super. Das wollte ich einfach nur nochmal ergänzen, ne? Dass es auch ganz wichtig ist, dass man einfach unterschiedliche Methoden einsetzt und da auch einfach ausprobiert, ne, wie es ankommt. Ich sehe noch eine Meldung von Frau Baum. Jetzt hört man mich? Ja. Ja, gut. Ja, ich wollte nur ganz kurz einen kleinen Hinweis geben. Also ich arbeite auch als Mental Health Coachin in Baden-Württemberg. Und ich habe beispielsweise in der Schule mit dem Programm Gemeinsam Klasse sein. Das ist also ein Anti-Mobbing-Programm oder hieß früher Anti-Mobbing-Programm der Krankenkasse, Techniker-Krankenkasse gearbeitet in der Schule und weiß, dass verschiedene andere Krankenkassen eben auch verschiedene Angebote machen, die eben auf Gesundheit und Stärkung des Selbstbewusstseins etc. eben abzielen. Ja, und ich finde es ganz wichtig, diese Anmerkung einfach zu sagen, Schule ist nicht nur ein Lernort, sondern auch ein Lebens- und vor allen Dingen Wohlfühlort, ganz, ganz wichtig. Aber das immer so zu vermitteln, vor allen Dingen den dort tätigen Pädagogen und dass die auch die Einsicht haben, dass zu einem guten Lernen und zu guten Lernerfolgen vor allen Dingen auch eine gute Gesundheit, ein Glücksgefühl, ein Erfolgsgefühl gehört. Das ist leider Gottes nicht immer so einfach. Musste ich gerade die Woche auch erst wieder mal harte Kämpfe, sage ich mal, führen, weil gerade im Gymnasium eben ja doch es immer um die Vermittlung von Stoff geht und so weiter und so fort. Und ich habe vergangenen Samstag einen Stressworkshop gemacht zu Stress in der Abiturphase und Zeitmanagement und habe als erstes abgefragt, wie hoch das Stresslevel der Abiturienten ist. Und die konnten wählen, also zwischen 1 und 12. Und war sehr erschrocken, dass die jetzt schon, also wir sind noch nicht im Abitur, ne, also noch nicht in der heißen Phase, sage ich mal, und trotzdem schon ein Stresslevel von 8 bis 9 haben. Puh, da habe ich erstmal gedacht, uje. Ja, und denen dann Dinge an die Hand zu geben, wie kann ich es anders machen oder wie schaffe ich es, meine Zeit einzuteilen oder gut einfach mit mir auch umzugehen, was ist dafür wichtig, ja,
Das sind eben schon Strategien, die man auch den Jugendlichen erstmal wirklich geben muss oder an die Hand geben sollte, damit die einfach damit klarkommen können. Und eben auch wirklich zu sagen, hey Leute, ich bin für euch da. Ich habe eben beispielsweise auch ganz explizit gefragt, wann geht eure Abi-Phase los? Und da ist für mich klar, dass ich dort eben auch als Ansprechpartner immer in dieser Zeit eben da sein werde. Das ist wirklich eben echt exorbitant wichtig. Und deshalb ist es unwahrscheinlich wichtig, also wir haben jetzt gehört, in der Grundschule, ich kenne das, ich habe auch viele Jahre im Grundschulbereich gearbeitet, es ist sehr, sehr toll, eben wirklich generationenübergreifend zu arbeiten, kenne das selbst auch, aber eben auch, dass es in den weiterführenden Schulen eben in unserem Projekt tatsächlich eben auch weitergeht. Und ja, Sina, du hast vorhin angesprochen, dass es auch um unsere mentale Gesundheit geht. Aber wenn ich dann immer wieder höre, ich hatte gestern gerade einen Austausch mit einem unserer Mental Health Coaches aus dem Norden, der mir dann gesagt hat, naja, bei mir ist das Projekt zum Ende des Jahres ausgelaufen und alles ja nicht so, wie es sein sollte. Also da muss ich mal sagen, so immer so diese kurzen Zeitabstände, und wir wissen alle, wie wichtig es ist, und ich glaube, alle anderen, die hier als Schulsozialpädagogen oder im Setting Schule oder mit Schule arbeiten, wissen, wie wichtig das ist, einfach auch für die Zukunft und für die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen, ne? Und um im Leben, im Arbeitsleben zukünftig auch bestehen zu können. Ja. Danke. Ja, vielen Dank auch noch. Ja, Frau Lönch, da braucht es einfach eine Verstetigung des Programmes. Also es ist einfach auf so eine kurze Zeit eine Beziehungsarbeit, eine Bindung zu schaffen, in dieses System Schule reinzukommen und da auch die Themen wirklich realistisch zu behandeln, also auch vom Zeitrahmen her. Es braucht einfach eine Verstetigung des Programmes und nicht nur auf ein Schuljahr begrenzt, weil das ist wirklich ein Tropfen auf den heißen Stein, und das ist super schade, weil man merkt einfach, dass die Kids das brauchen. Und wir werden uns da, glaube ich, sehr einsetzen dafür, dass wir da die Politik auch wachrütteln und sagen, wir brauchen es wirklich und länger. Hundertprozentig, ja, da stimme ich dir total zu. Es gibt noch zwei Fragen aus dem Chat, die ich auch gerne noch hier mit in die Diskussion einbringen würde. Die richten sich vorrangig, denke ich mal, an Herrn Schütz. Und zwar ist es einmal die Frage, welche Zusammenhänge bestehen zwischen dem hohen Medienkonsum vieler älterer Jugendlicher und dem Thema Einsamkeit? Ja, danke schön. Also da ist es so, dass es wie bei vielen Themen unterschiedliche Forschungsergebnisse gibt, je nachdem auch, wie man soziale Medien nutzt. Also es kann sein, dass man soziale Medien nutzt und es wirkt sich präventiv oder produktiv sozusagen aus, und es kann zu Kontaktknüpfungen verwendet werden. Es gibt aber auch Erkenntnisse, die nahelegen, dass ein hoher Internetkonsum oder auch Internetsucht mit Einsamkeit tatsächlich in Zusammenhang steht, und je nachdem, wie man das konsumiert und in welcher Grundverfassung man ohnehin schon ist. Also wenn man ohnehin schon vielleicht trauriger ist oder Selbstwertkomplexe hat und dann entsprechende Medieninhalte konsumiert, kann sich das dann auch nochmal schlechter auswirken, als wenn man psychisch sich gerade stabil fühlt oder mit sich zufrieden ist. Das dazu, aber es gibt durchaus in einigen Studien einen Zusammenhang zwischen hohem Medienkonsum, Internetsucht und Einsamkeit. Ich sehe da noch eine zweite Frage, das möchte ich gleich auch beantworten, oder... Genau, also das ist die zweite Frage. Es gibt einen in Klammern signifikanten Stadt-Land-Unterschied in Bezug auf Einsamkeit von Jugendlichen? Nee, also da gibt es Studien auch von Bücker und Kollegen, wenn ich das jetzt richtig zitiere, die sich das im Gesamtspektrum angeguckt haben. Da gab es jetzt nicht unbedingt einen Unterschied zwischen Land und Stadt. In unserer Studie mit Jugendlichen auch nicht, habe ich untersucht bei der HBSC-Studie. Er hatte eine Bedeutung, deswegen hatte ich das in dem Präventionskapitel kurz angemerkt, ob man eine gute Infrastruktur hat, das dann schon, oder ob man nah an Sport- und Parkgelegenheiten sich befindet, aber nicht unbedingt Stadt und Land. Genau, also vielleicht nochmal eine Ergänzung auf diesen Aspekt, wird auch ein Stück weit in der Collect-Studie extrem einsam auch eingegangen, wo es eben auch um das Einsamkeitserleben von Jugendlichen geht und dann eben genau auch, wie Herr Schütz schon gesagt hat, Studien von unter anderem Frau Bücker, aber eben auch Frau Neu ist zu nennen, genau. Und Frau Lehmann, wollen Sie noch direkt darauf reagieren? Okay, dann würde ich noch die Wortmeldung mit einbeziehen. Genau, Frau Lai gerne nochmal.
Vielen Dank. Ich wollte nochmal auf Frau Baum kommen, weil das auch meine Erfahrung war, weil ich auch mit der 12. Jahrgangsstufe gearbeitet habe. Und ich mache auch am Anfang immer eine Umfrage, was versetzt euch denn am meisten unter Stress? Und es war immer die Antwort, der hohe Erwartungsdruck. Und ich fand das auch deswegen so interessant, weil ich auch eben sehr viel mit Unternehmen und mit Führungskräften arbeite. Und da wird auch als höchster Stressfaktor Scham genannt. Die Scham, den Erwartungen nicht mehr gerecht zu werden. Und wir sehen es da genau, also wie das schon im jugendlichen Alter beginnt und sich dann weiter fortsetzt. Also diese Erwartung nicht zu erfüllen, einen Fehler zu machen, das Gesicht zu verlieren und dass eben auch dahinter wieder Gefühle stehen, die ganz rudimentär sind, aber auch ganz, ganz tief in die eigene Identität eintreten und die Definition, und das beginnt ja im jugendlichen Alter, wer bin ich eigentlich und was stelle ich da, und diese Selbstfindung ist da so verletzlich, und wenn wir da frühzeitig ansetzen, ich glaube, da werden dann auch resiliente Faktoren gebildet, die einfach auch in späterem Arbeitsleben, weil darauf geht es ja, die Menschen und die Jugendlichen darauf auch auf das Leben, auf das weitere Leben auszubilden, vorzubereiten, haben wir ganz, ganz wirksam ansetzen können. Und das wollte ich dann nochmal bestätigen aus meiner Erfahrung jetzt. Ja, danke schön. Frau Lehmann? Ja, ich wollte noch eine Frage vielleicht an Herrn Schütz oder eigentlich an alle, was wir gehört haben ganz am Anfang, den Zusammenhang zwischen Armut und Einsamkeitsempfinden, wie man dem beikommen kann, weil all das, was wir jetzt besprochen haben oder wir selber versuchen anzubieten, nimmt natürlich alle gemeinsam in den Blick, und auch jemand, der wirklich wenig Ressourcen hat oder arm ist, muss einfach sagen, das muss man nicht mal so umschreiben, der arm ist und von zu Hause wenig Möglichkeiten hat, profitiert natürlich von all diesen Projekten in allen Altersstufen, aber das ist ja doch noch eine größere Belastung, also wie man da noch weiter unterstützen kann. Also ich habe da jetzt so keine Lösung für, aber es ist ja offenbar nötig, dass man da auch präventiv, ne, also wie man entweder die Familien weiter stärken kann oder weil diese Zusammenhänge zahlenmäßig ja wirklich groß sind. Und wie erreichen wir die, oder können wir die, die wirklich weniger zur Verfügung haben und darunter tatsächlich dann auch noch erreichen? Das ist vielleicht sehr global groß, aber ich wollte es jetzt einfach nicht so unter den Tisch fallen lassen, weil das so ein wichtiger Faktor ist und wo ich jetzt so keine Lösung habe, aber wo ich denke, wo man auch gucken muss. Ob da jemand eine Idee hat oder dass man das im Blick behält. Vielleicht ganz kurz, ich sehe da auch noch eine andere Frage zu den Gründen zum Anstieg von Einsamkeit. Ich weiß nicht, wie es zeitlich möglich ist. Ganz kurz zu Armut. Ja, da gibt es eben entsprechende Zusammenhänge, die eine mögliche Interpretation dessen ist. Zum Beispiel auch eine Meta-Analyse, die ist schon ein bisschen älter, von 2001, von Pinkert und Kollegen, da haben zwar Erwachsene befragt, aber da hat man diesen Zusammenhang auch festgestellt. Und eine Interpretation dafür war, und das wäre wieder ein Ansatz für die Prävention, dass es eben auch mit geringeren Teilhabemöglichkeiten, Partizipationsmöglichkeiten, finanziellen Möglichkeiten im Zusammenhang steht. Es gibt auch Erkenntnisse, dass Menschen mit einem geringeren Einkommen weniger Freundesnetzwerk haben, was dann auch wiederum direkt mit Einsamkeit sehr naheliegend in Verbindung steht. Und da könnte man ja klar in erster Linie, was politisch vielleicht etwas ist, um eben den Arbeitsmarkt oder besser finanzieren zu lassen und zu integrieren, in unserem Praxiskontext dann vielleicht eher trotzdem an Teilnahmemöglichkeiten, die eben kostengünstig zur Verfügung stehen, eben darlegen, ob das jetzt eben so Projekte sind, die Sie anbieten oder irgendwelche Sportvereine nach der Schule. Haben wir noch Zeit für diese Anstiegsfrage, oder soll ich da kurz hinspringen? Ja, können Sie gerne noch drauf eingehen, ja. Zu dieser Folie. Okay, ich gebe das nochmal ganz kurz frei. Also ich kann das jetzt auch frei machen, aber für Sie ist natürlich gut, das gleichzeitig zu sehen. Und spring dahin. Also dazu gibt es natürlich verschiedenste Thesen, die abschließend nicht zu 100% beantwortet werden können. Aber es gibt verschiedene Thesen, auch in anderen Papern werden die dargelegt. Eine mögliche These für den Anstieg, der zumindest teilweise oder in einigen Studien bei Kindern und Jugendlichen festgestellt worden ist, könnte an einem größeren Bewusstsein liegen. Also das ist weniger tabuisiertes Thema. Wir sprechen mehr drüber. Die Kinder und Jugendlichen haben auch einen Begriff mehr, was sie mit Einsamkeit in Verbindung bringen können, trauen sich vielleicht auch eher als solches dann zu bezeichnen.
Das ist eine These, warum vielleicht Mädchen in Einzelitems sich auch eher als einsam attestieren lassen, weil sie sich das eher zutrauen. Das ist zumindest eine These. Das andere, ganz klar, mit Corona kann es in Zusammenhang stehen, dass es da faktisch zu Belastungen kam, zu physischen, psychischen Belastungen, aber auch weniger Freundeskontakte. Dass wir aber auch, wie auch in dem Bericht gerade eben gehört, bei den Mental Health Coaches wurde die COPSI-Studie zitiert, also die Corona-Psychostudie, da wurde dargelegt, dass auch psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen angestiegen sind, die wiederum auch mit Einsamkeit in Zusammenhang stehen. Eine These ist der gestiegene Internetkonsum, um die Frage von eben aus dem Chat auch damit auch aufzugreifen. Es gibt eben da durchaus einen gewissen Zusammenhang. Und eine andere Frage spielte ja vorhin auch so ein bisschen auf die Integration wieder ein. Und früher war das alles vielleicht ein bisschen anders. Und das spielt dann auch auf die Frage der Fragmentierung sozialer Netzwerke ein. Also das so dieser Zusammenhalt, die Familienkonstrukte oder auch andere Institutionen, die Halt und Gesellschaft und Tradition gegeben haben, ein bisschen wegfallen und man eher in die Individualisierung geht, dass das auch eine mögliche These sein kann. Also das sind so ein paar Thesen, aber wir sehen hier auch noch ein paar Punkte, da kann man sicherlich noch einiges anführen, aber das sind einige der Möglichkeiten, die man so in den Diskussionen von Papern vorfindet und die wir auch abgeleitet haben aus unseren Erkenntnissen. Aber zu 100% ist es immer schwierig zu sagen, weil da mehrere Faktoren mit reinspielen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch nochmal für die Ausführung. Wir kommen nun auch schon zum Schluss der Veranstaltung. Wir möchten für die interessante Diskussion danken und auch für die tollen Beiträge. Und bevor wir Sie in den Abend entlassen, haben wir noch einige Hinweise für Sie. Und zwar haben wir kürzlich auf der Seite des KNEs eine Angebotslandkarte veröffentlicht. Mit dieser möchten wir lokale Angebote zur Vorbeugung und Linderung von Einsamkeit sichtbarer machen. Sollte Ihr Angebot doch noch dort noch nicht verzeichnet sein, können Sie es auch weiterhin über eine Anmeldemaske eintragen. Die finden Sie auf der Internetseite. Zudem haben wir kürzlich eine Übersicht mit Angeboten gegen Einsamkeit an den Feiertagen auf unserer Seite aufgenommen. Die finden Sie auch dort auf der Startseite. Und außerdem möchten wir noch auf eine Studie hinweisen. Frau Professor Dr. Susanne Bücker sucht derzeit Kinder und Jugendliche im Alter von 9 bis 15 Jahren sowie Eltern für eine Online-Befragung zum Thema Einsamkeit. Alle Informationen sowie den Fragebogen finden Sie über den Link im Chat. Dort finden Sie gleich auch noch weitere Links zu den anderen Dingen, die ich gesagt habe. Und gerne möchten wir Sie auch nochmal auf unseren Newsletter hinweisen und unseren X- bzw. Twitter-Account. Und seit neuestem sind wir auch auf Blue Sky vertreten. Dort finden Sie uns unter dem Namen Kompetenznetz Einsamkeit. Und wenn Sie uns da folgen oder den Newsletter abonnieren, verpassen Sie auch keine Veranstaltung oder Ankündigung mehr. Zum Schluss möchten wir noch einmal den Referierenden für die Beiträge danken und den Gästen für die interessante Diskussion. Und wir wünschen Ihnen allen noch einen schönen Abend sowie frohe Feiertage. Und lassen Sie uns weiter über Einsamkeit reden. Unbedingt. Vielen Dank.